Und nun zur Französin, zu Ludivine Furnon. In Sabah gewann sie am Boden die Bronzemedaille. Erste Französin übrigens seit langer, langer Zeit. Katschew-Grätsche hier. Doppelsalto gestreckt. Starke Übung von ihr. Eine ausgesprochen gute Bodenturnerin. Das sah man auch schon bei den Weltmeisterschaften in Puerto Rico, wo sie das Finale erreichte. Junioren-Europameisterin vor 2 Jahren in Stockholm an diesem Gerät. .5537 für Ludivine Furnon.